Hallo, ich bin Melanie und werde euch heute in die Geheimnisse von gleich und ähnlich klingenden Lauten einführen. Man unterscheidet in vier Gruppen. Erstens die Vokale E und Ä, zweitens die Diphthonge Oi und Oi und Ai und Ai, sowie die Konsonanten D und T, G und K, P und B und in die Vorsilben end und end und die Nachsilben lich und lich. Wir beginnen jetzt mit den Vokalen. Du kennst sie vielleicht auch als Selbstlaute. Manchmal stehst du bestimmt vor dem Problem, schreibe ich ein E oder ein Ä. Ein Ä schreibst du nur dann, wenn im Wortstamm ein A auftaucht. Zum Beispiel das Wort ängstlich. Das ist verwandt mit dem Substantiv Angst. Angst wird mit A geschrieben, also schreibt man ängstlich mit Ä. Ein weiteres Beispiel ist drängeln. Dieses stammt vom Substantiv Drang ab und Drang wird mit A. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.